Kaiserslautern präsentierte sich auswärts stark, war die bessere Mannschaft, geriet aber völlig überraschend in Rückstand. Dabei halfen sie tatkräftig mit Alexander Knaus, dieser Fehlpass. Und dann war Marius Ebbers da, 37. Minute, die Führung für den FC aus Köln. Kaiserslautern nur wenig geschockt, mit vielen Offensivbemühungen und natürlich mit einem Miroslav Klose in der Mitte, der wenig Chancen braucht, der Ausgleich, 39. Minute. Ab jetzt war es ein offenes Spiel im Rhein-Energiestadion und der FC machte richtig mit. Dann Scherz gegen Wiese, der fiel und es gab Elfmeter. Wiese sah gelb, hinterher nochmal, flog dann vom Platz, aber den Elfmeter, den durfte er noch halten. Er hatte Dirk Lottner, den Schützen, lange studiert. Dann Lottner gegen Wiese, gehalten. Das war das Signal für Kaiserslautern. In Unterzahl noch was zu tun. Gramozis, 2-1 Auswärtssieg. Zu wenig vom 1. FC Köln.